Da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Da sind wir wieder, da bin ich wieder. Wir bauen hier noch eine Fischerhütte. Na, da ist sie. Versuchen darüber hinzukommen. Wir werden jetzt hier noch ein Gebiet einnehmen, habe ich mir eben überlegt. Ja, genau das. Wo der Typ auch schon freiwillig zu uns kommt. Kein allzu großes Problem. Kann das jetzt auch wieder tanken gehen. Meine Truppen sind ja da. Zack. Diese Wölfe, die einen Vayne, werden übrigens nie von der Anzahl an Wölfen abgezogen, die in diesen Gebieten sind. Also die spawnen immer in dem Moment, die werden quasi geboren drin, instant rein. Absolute Killerwölfe, wenn man so will. Und mehr Gebiete sind da gerade einfach wichtig. Das sind zwar Sumpfgebiete und das ist zwar Kacke, aber es ist halt wichtig, dass ich hier ein bisschen die Zufriedenheit meiner Leute auch hochhalte. Der nächste Dorfbewohner, der kommt, den ziehe ich nach hier. Wahrscheinlich wollen die jetzt auch bessere Häuser. Ne, brauchen sie noch gar nicht, okay. Und produziert dadurch noch ein bisschen mehr Nahrung. So, hier sind vier. Hier sind vier. Aber hier ist der Feind. Das heißt, es ist wichtiger, dass ich das Gebiet einnehme. Damit ich eine klarere Flanke habe, quasi. Und das Gebiet dahinter kann ich ja dann irgendwann einnehmen, wenn ich gerade Langeweile habe. Ist jetzt natürlich auch gut, dass ich den darüber auch nochmal den Ruhm kriege. Ruhm hilft auch nochmal. Und ich hatte gerade so viel Nahrung, dass ich das eh reinvestieren wollte. Der kann jetzt nach hier oben laufen und mir hier einen Verteidigungsturm bauen. Verteidigungstürme kosten relativ viel Unterhalt und relativ viel Holz, aber beides habe ich gerade aktuell. Läuft der schon? Ja, der läuft schon. Klasse. So, und jetzt sind wir hier bei der Zufriedenheit auch wieder in Ordnung dran. Das Ding ist halt mit drei Willkühen insane schwer zu clearen. Problem ist, ich komme halt nicht an Eisen. Könnte hier oben halt nochmal die Steine wegholen. Das ist natürlich worth of Dauer. Aktuell habe ich noch nicht so ein Steine-Problem. Ah, nee, habe ich wirklich nicht. Ich denke mal, den werde ich gleich hier noch auf den Runenstein stellen. Einfach damit er da ein bisschen helfen kann. Ich überlege, ob ich hier kurz mal gucke, wie stark der ist. Aber wenn er nicht so stark ist, also wenn er noch kein. Der Verteidigungsturm von ihm steht halt noch nicht. Ich würde das gerade mal testen. Wir testen das mal. Okay, er hat ein bisschen was. Er hat vier Krieger. Aber Krieger sind natürlich nicht so gut wie Axtkämpfer, dachte ich. Aber sie haben mich ganz schön verdroschen. Problem ist, ab dem Moment, wo der halt eben seine Leute da stehen hat, seinen Turm da stehen hat, kann ich da nicht mehr angreifen. Das war jetzt natürlich für die Beziehung zwischen uns jetzt nicht unbedingt die beste Tat, aber naja, ganz ehrlich, darum ging es mir jetzt auch nicht. Verteidigungsturm steht jetzt auf beiden Seiten, das heißt, wir sind hier in so einer Schachmatt-Position. Hä? Achso, das ist mal eins. Na toll, dann hätte ich wahrscheinlich erst die Krieger heilen sollen, damit die da glücklich sind. Oh, der Handel ist ausgesetzt. Ja gut, deswegen mache ich gerade nur plus zwei. Da muss ich ja mit dem anderen handeln, der auch nicht glücklich ist, dass ich existiere, aber trotzdem. Ja, jetzt brauchen wir ja mehr militärische Einheiten und plus 3 Zufriedenheit ist, glaube ich, genau das, was wir gerade brauchen. Das ist lecker. Dadurch sollte der Wachstum jetzt hier auch nochmal deutlich ansteigen. Ja, das Eisending ist halt wirklich das große Problem aktuell. Und es lässt sich auf nahe Zukunft nicht lösen. Ist eigentlich, ich habe irgendwo nochmal ein Eisending verpasst, aber. Hier hinten halt, ne? Aber auch wenn ich das wieder einnehme hier, dann kommt er wieder. Und nimmt mir im letzten Moment die Sachen weg. Zumindest ist es recht wahrscheinlich. Ich werde nochmal die Heilerhütte aufwerten. Um nochmal einen extra Heiler reinzumachen. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich über den Heiler ja auch die Medizin habe. Und wenn die dann nichts heilen, stellen die ziemlich viel Essen für mich her. Muss einmal gucken, wie stark diese Dragut tatsächlich sind gerade. Weil normalerweise kriege ich die immer mit meinem Häuptling dann. Aber das ist ja gerade relativ schwer. Können die das fighten? Und die halten natürlich nicht so viel aus hier, meine Dudes. Bisschen strange gekitet das Ganze, aber am Ende hat es geklappt. Jetzt brauche ich auch nochmal einen Speer. Den kann ich allerdings gerade aktuell noch nicht haben, weil ich keinen freien Siedler habe.
Und der Speer wird mir dann hier nochmal ein bisschen was an Gold rausholen. Oh, und hier ist ja auch nochmal Fischerei. Das ist recht lecker. Das hier wird halt das nächste wichtige Ding. Komm irgendwie meiner Grenze gefährlich nach. Oh, ich habe das Ereignis ganz verpasst. Und was hier oben jetzt? Ein Dragoo ist da reingekommen, oder was? Der Krieger muss da raus aus dem Fight. Die drei müssen das so machen. Ist natürlich jetzt vom Timing her super kacke. Ist das so irgendwo, diese Dinge? Nee. Aber jetzt sind die halt eben da. Oder habe ich die noch irgendwo? Wo ich nicht aufgepasst habe. Nicht, dass sie jetzt hier irgendwie meine komplette Nahrungsproduktion wegschlachten. Nee. Hier unten sind die einzigen scheinbar. Und die werden jetzt gestellt. Das ist super. Ich brauche jetzt einen Speer. Ich brauche allerdings eigentlich auch jemanden, der da vorne das Ding repariert. Ich glaube, das ist gerade wichtiger. Nicht, dass das in sich zusammenstürzt. Das wäre sehr, sehr unschön. Also, die nächste Katastrophe auch noch ja, unterbrochen. Ja, und jetzt wurde hier der Handel mit mir unterbrochen. Ich weiß gar nicht genau, womit ich das verdient habe. Aber dann handeln wir halt wieder mit Knut. Wollen auf jeden Fall die Nahrung ein bisschen loswerden. Ich könnte auch nochmal ein Fest mal organisieren, aber aktuell weiß ich noch nicht, ob das so worth ist. Ich brauche hier auch 390 Nahrung, um das Ding noch zu übernehmen. Okay. Ich weiß nicht, ob er mir was mitteilen will. Ja, vielleicht baue ich nochmal zwei Schildknappen. Weil, also ich glaube, der hat halt echt mehr als ich. Wenn der dazukommt, wird es halt super unangenehm für mich. Aber hier hinten wäre auch nochmal so Wolf mit zwei Schafen. Hier könnte sich der Krieg schon so zu Grundzügen entscheiden. Deswegen überlege, ob ich hier auch noch einen Turm hinbaue. Oder hier zumindest ein. Also hier ist ja eigentlich immer safe. Aber hier wäre halt auch safe, wenn ich das Gebiet habe. Wenn. Na, Schildknappen. Da bauen wir noch Schildknappen. So, der Speer wird jetzt das hier noch erforschen. Oh, ich bin jetzt auf meinem Nahrungscap. Das heißt, ich habe nochmal schnell ein Fest mal reingedonnert. Die wollen jetzt tatsächlich bessere Häuser. Das heißt, wir müssen die aufwerten. Das kann ich gerade aktuell noch nicht. 400 den Bereich erweitern oder das da oben einnehmen. Machen wir erstmal den Bereich erweitern. Ich müsste eigentlich genug Siedlos haben, oder? Das kann ich wie viel die gerade schützen. Muss ich mir gleich mal angucken. Wird jetzt hier nochmal das ganze Steinding da abbauen. Als nächstes. Ja, damit könnte ich halt den Winter ein bisschen verändern. Oh. Ist natürlich jetzt angenehm mit dem Festmahl. Bonus. Können wir auch mal fighten. Und dann einfach mal ein Festmahl rein und gucken mal, was passiert. Bisschen ballsy von mir. Das war jetzt eher so eine Bauchentscheidung als eine gut überlegte. Geht der jetzt mit seinen Truppen hier rüber oder nicht? Es geht natürlich mal diesmal auch ein Ticken schneller, weil ich hier mehr Truppen habe. Aber das Ding wäre jetzt schon wichtig. Sehr, sehr nice. Okay, das haben wir. Was seid ihr denn? Du bist ein Jäger, sei mal gerade kein Jäger. Du bist ein Jäger, sei mal gerade kein Jäger. Du bist ein Typ, der mir hier bitte einen Turm hinbaut. Und du. Ah, du kannst hier zum Schildknappen werden, würde ich sagen. Okay. Das Gebiet ist noch nicht eingenommen, da ist ein Braunbär. Das Gebiet ist noch nicht eingenommen, da ist ein Braunbär. Sehr gute Ausgangslage. War ein bisschen verzwickt hier. Kurzfristig, aber jetzt gerade fühlt es sich schon wieder deutlich besser an. Shit, ich brauche noch ein Haus. War es gar nicht so schlecht, hier vorne auch ein Haus zu haben. Dann kann ich die Leute schneller umändern, falls ich doch was anderes brauche. Plus, ich muss ja gleich eh nochmal ein Haus verbessern.
Dann wird da eh nochmal größer. Die müssen mir hier dafür erstmal die Steine bringen. Aber auch das sieht gerade gut aus. So, meine Krieger sind fit. Das heißt, es geht hier sofort weiter. Den Schildknappen habe ich jetzt noch nicht. Aber das ist auch nicht so wild. Alter, wer ist ein Tanky, der Junge? Der tankt hier einfach viel von meinen Leuten, oder was? Ich switch mal gerade den Fokus. Ach, scheiße. Ich hab gar nicht genug Nahrung gerade. Aber das wird sich gleich ändern. So. Du bist jetzt wie angespannt zum. Okay. Der greift mich also an mit einer Einheit. Okay, jetzt wird es ein bisschen spannender. Ja, okay, da kommt also der Angriff von denen, aber ohne ihre Special-Einheit. Ziemlich useless ist dann. Gut, dass hier oben noch ein Dorfbewohner ist. Ich denke mal, ich werde die Axtwerfer hier drüben lassen. Oh, okay. Oh, okay, der wollte das sofort einnehmen. Der ne? Böse Junge. Halunke, würde man auch sagen. So, nee, nee, so nicht. Not under my watch. 450 brauche ich. Okay. Schildknapp hat jetzt aktuell noch keine Tastaturbelegung. Wirklich? Muss ich mich jetzt wirklich splitten? Fucking ey. Okay, die müssen hier rüber. Das scheiß Gebiet hier verteidigen, was eigentlich niemanden juckt. Aber sonst muss ich nochmal so viel ausgeben dafür, dass ich es wiederkriege. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden. Ach, ihr wollt ja auch bessere Häuser. Das kann ich ja gerade fixen. Zack. Nice. Und das Besiegen geht auch. Ah, ich muss das da oben auf Dauer einnehmen, weil das sind ja so kleine Kackattacken, die ganze Zeit nerven. So, mein Dorfbewohner läuft jetzt hier rüber, baut hier instant einen Turm. Die zwei Schafe rennen sofort nach da unten und gehen da gefälligst rein. Nice, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Hey, +2, wenn ihr einen Kriegshäuptling habt, +2 vor aufgewerteten Militärlage. Geil, habe ich nicht. Okay, nochmal die Militäreinheiten verbessern, ist gerade auf jeden Fall das Wichtigste. So, warum wollte ich das auf jeden Fall einnehmen? Weiß gar nicht mehr. Achso, wegen dem Nahrungsding. Ja, das Wurf. So, dann müssen wir hier nochmal gucken, dass wir die beiden Bergarbeiter jetzt doch eher mal wieder dazu bringen. Den Speer müssen wir aufwerten, damit der nämlich gleich auch die Gebiete hier erforschen kann, die super wichtig sind für uns. Hier habe ich noch ein Schaf. Achso. Ah, weil hier nur ein Schaf reingeht, ne? Okay, vielleicht habe ich mich geirrt und wir brauchen doch nochmal einen Jäger. Nochmal einen Werkabsteller statt einen Jäger. Werkabsteller, Erzabbauer, das ist ja kein Deutsch. So. 1, 2, 3. Alle dahin. Dann gleich das Ding da einnehmen. Einfach damit es geklärt ist. Oh, den Schildknall habe ich natürlich jetzt vergessen. Tja, was kannst du machen? Oh, shit. Ich hätte nicht genug Silos oder was? Na. Jetzt sag's. Bau von mir ist mal ein Feldlager. Werde ich hier oben wieder die angreife. Wir haben es eben ja auch mit vielen geschafft. Das war nicht so klar. Das Ganze ist echt relativ close. Jetzt aber alle wieder rein. Sollte das klar gehen. Okay. Das Ding brauche ich jetzt 500 Nahrung für. Das ist halt viel zu viel. Ja gut, wir haben jetzt natürlich auch zu viele Verletzte. Das war natürlich jetzt auch nicht so mega klug. Genau in dem Moment anzugreifen, wo meine gerade alle verletzt sind. Beziehungsweise krank sind. Du kannst hier mal sowas werden. Und sofort kommt ein Angriff, natürlich. Manchmal habe ich jetzt das Gefühl, die KI ist recht klug. Allerdings wird meine Rache natürlich fürchterlich sein. Der Meister der Lehren verteidigt hier echt lange. Ah, das wird schon, das wird schon.
Ganze kriegt man gedefft. Und ich der verliert auch noch 3 Einheiten, also das ist schon relativ teuer, was er da gemacht hat. So, mein Meister der Lehre muss jetzt einmal kurz hier laufen. Außerdem wollte ich nochmal den Scharfsteller aufwerten. Ja, ist die Frage, ob sich das so lohnt oder ob ich den Scharfsteller nicht umsetze. Hier zum Beispiel, aber ne, hier passen nur 2 hin. Wie sieht es hier hinten aus? Auch nur 2. Ich könnte so ein Gebiet halt aufwerten, aber die sind mir alle ein bisschen zu nah an der Schlacht. Hier wird es vielleicht gehen. Ja, hier würde es gehen. So, dann muss einmal das reparieren. Dafür muss ich den halt wieder zum Dorfbewohner machen. Der Speer ist bald RIP. Ist nicht so schlimm. Ich müsste ihn eigentlich trotzdem kurz zurückschicken, um wieder zu reparieren, aber Jacke wie Hose. Ich sehe da einmal kurz das Gebiet hier. Damit hätten wir das nämlich auch erledigt und dadurch haben wir nicht mehr diese ständigen Angriffe hier in dem Gebiet, wo ich eigentlich gar keinen Stress damit haben sollte. Weil es ja hinter meiner eigentlichen Front liegt, kann ich jetzt hier komplett darauf fokussieren. Und vor allem auch darauf fokussieren, auf Dauer bei Metall zu kriegen. Oh, wir sollten einmal das hier upgraden. Dadurch kriege ich generell mehr und ich kann hier natürlich jetzt auch wieder einen mehr reinsetzen. Was auch ziemlich worth ist. So eine Schaf, was ich über habe, ist ja gerade noch so ein kleines Problem. So ein Ding da einzunehmen ist halt auch insane schwer aktuell. So, der Schildknappe gehört jetzt mit zur 1. Ich sollte immer noch 2. Aber damit ich Frontline und Backline quasi so ein bisschen trennen kann. Ach so, ja, okay, das hier ist natürlich immer noch so ein bisschen mit der Hauptplan. So, du gehst da, damit wir mal Crowns verdienen. Und du gehst wieder zum Runenstein. What the fuck? Super ätzend. Ich hasse diese Überfalldinger. Sind ja komplett Pain in the Ass. Ich weiß auch gar nicht, was sie mit meinen Schafen machen würden. Aber wahrscheinlich keine netten Sachen. Und sind das Söldner? Ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Aber nicht schwach. Also ein bisschen Chaos hier. Mann, ey. So, meine Händler kommen wieder weg. Jetzt war gerade noch ein Dorfbewohner. Mann, diese Hinterhalte sind halt zu pelzen. Vielleicht habe ich da auch nochmal einen Turm hin. Und jetzt kann auch nicht ganz entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ansonsten sind die Plus-Sachen hier ganz gut. Ich könnte demnächst nochmal zum Holzfäller machen. Da haben wir ja noch Plätze frei. Aber hauptsächlich geht es jetzt darum, dieses scheiß Eisending hier zu kriegen. Ja. Ah, ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Sollte eigentlich relativ gut gehen. Der Braunbär wird mich davon nicht abhalten. Das Ding der Tinte kostet 560. Die habe ich ab. Da habe ich keinen großen Spielraum für den Winter, aber den sollte ich eigentlich auch nicht brauchen. Okay. Das ist der einzige, den ich da jetzt nicht mit reinziehen würde. Ich würde ganz gerne den seinen Häuptling killen. Aber bevor sowas passiert, haben die natürlich Angst. So, und auch der wird jetzt hier wieder kurz zum Bauern, damit er das reparieren kann. Würde mir übrigens wünschen, dass einfach jeder reparieren kann. Allerdings ist es halt eine Spielmechanik, die durchaus Sinn ergibt. Deswegen wahrscheinlich auch so nie geändert werden wird. So, wir haben wieder einen Dorfbewohner. Das ist eben die Dame hier. Die Jagdhütte ist voll. Oh, der Bergarbeiter hier kann nichts machen. Das ist sehr gut. Oh, dafür gibt es hier unten übrigens die Hinweise. Gebäude ohne Armbeteil, Klammmitglied ohne Beruf. Der soll nach da hinten gehen. Und wenn die Dame hier fertig ist, ich markiere die immer vorher, aber das bringt legit überhaupt nichts. Dann baut die hier nämlich die beiden Gebäude hin. Alter, greift das Vieh jetzt wirklich mein Land an? Are you fucking serious? Eine Valkyrie? Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt gerade aktuell gekillt bekomme. Scheinbar ja. Schildklappen könnte ich scheinbar auch nicht gut tanken. So, der Dorfbewohner muss jetzt darüber die Eisenmine bauen, damit
der wieder eine Berufung hat. Mein Speer ist tatsächlich verreckt. Finde ich überraschend. Ja, ich könnte jetzt ja eigentlich zum Gegenangriff übergehen, aber ich habe halt gerade nicht genug Schildknappen. Ja, plus 3 Zufriedenheit wäre ein Mega-Wurf. Aber ist halt gerade einfach noch nicht da. Ich nehme das trotzdem schon mal mit. 20 Steine, 10 Silber. Damit könnte ich das natürlich gerade mal überspringen. Aber Nahrungsverlust reduzieren ist an sich mehr worth. So, und jetzt muss ich ja die ganze Zeit mit meinen Einheiten so ein bisschen verschieben. Habe natürlich auch gerade recht ein ziemlich großes Reich. Da ist das auch normaler, sage ich mal. So, der kann hier rüberlaufen. Damit helfen. Die gute Dame wird nach dem Turm den Turm hier wieder reparieren. Das Ätzende ist halt, dass die immer weglaufen. Ne? Aber ich meine, ich könnte das jetzt hier vielleicht sogar durchziehen. Weil die gerade auf die Valkyrie drin haben. Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Die Valkyrie tankt doch die ganze Zeit den Turm. Ah, jetzt habe ich die Valkyrie getankt. Ach, okay. Okay. Kommando zurück. Kommando zurück. Ich habe einen Dorfbewohner verloren. Und gerade bin ich dabei, vielleicht noch mehr zu verlieren. Dass hier im selben Moment zwei Einheiten mich verprügeln wollen, wovon einer auch noch eine Valkyrie ist, ist halt echt eine Frechheit. Dabei ist der Einzige, der es halbwegs tanken kann. Das heißt, wir schicken ihn zuerst rein. Oh shit. Ja, mein Angstgriff kam jetzt sehr spät. Ah ja, guck mal, was die mit meinem Krieger macht. Nein! No, mechanically misplaced in so einem Game. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ah ne, Dorfbewohner macht erstmal das. Der Dorfbewohner macht. Ach, du verarschst mich doch! Boah, ist das ätzend grad. Kompletter Kampf hier. Ja, der wird auf jeden Fall hier wieder zum Schild knappen. Ach, wobei, nee. Ach, der muss da oben den Turm reparieren, aber der wird bis dahin halt down sein. Halleluja, ey. Was für ein abgefracktes Kack, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben es halbwegs überlebt. Das Problem ist nur, wir haben zwei militärische Einheiten verloren, die wir wahrscheinlich nicht hätten verlieren sollen. Die wir ganz sicher nicht hätten verlieren sollen. Aber shit happens. Der Blaue hat auch gut eingesteckt. Ich glaube, wir haben gerade alle relativ viel Stress gehabt. Wenn ich das Gebiet hier noch gehabt hätte, wäre es so geil gewesen, weil ich den so eingeklammert hätte. So, der eine repariert das, der andere rennt hier schon mal hin und wird zum Schild knappen. 800 Ruhm hat der schon. What the hell? Das ist krass. Wenn ich hier genug Ruhm habe, dann ist die Nummer hier gelesen, weil ich genug Gebiete kontrolliere. Tja. Wollen wir ein Fest mal organisieren. Ich brauche halt gerade mehr von den Crowns, aber irgendwie will keiner mit mir handeln. Und ich kann mir gar nicht erklären, warum. Wir wollen natürlich hier den Hauptbling bauen, aber der kostet halt 150. Das ist halt relativ viel. Aber wenn wir den haben, ist das halt auch richtig worth. So, das ist jetzt meine alte 2, das ist meine neue 1. Die Eisenminen-Leute da machen einen guten Job. Da oben das Ding ist jetzt fertig. Das heißt, der geht wieder zum Runending. Was ja wichtig ist. Und ich habe... Ja, gefühlte Sicherheit habe ich noch nicht mal. Und ich habe trotzdem so ein Wachstum. Klar, wir haben auch gerade ein paar Leute verloren. Das macht schon Sinn. Ich glaube übrigens, dass ich den jetzt dafür einsetzen werde, hier... zwei Verteidigungstürme zu bauen. Aber weil mir das sonst so auf die Nerven geht. Ach so, ah ja, natürlich vielleicht nicht in dem Moment, wo ich auf meinen Kriegshäuptling spare. Aber kurz danach können wir das von mir aus machen. Habe ich hier noch einen Ausbildungslager? Nee. Oh Leute, das habe ich glaube ich noch nie erlebt. Dass jemand komplett besiegt wurde. Also dass die KI sich quasi komplett untereinander besiegt hat. Habe ich noch nicht so oft erlebt. Naja, ist für mich natürlich sehr angenehm. So, jetzt haben wir gleich den Kriegshäuptling. Da ist er. Endlich, Mann.
Ich glaube, ich habe noch nie so lange ohne Kriegshäuptling gespielt. Super belastend. Aber jetzt ist er da. Oh, shit. Oh, ich verzichte die ganze Zeit auf so viel Nahrung. Viele von euch haben es wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, sich die ganze Zeit gefragt, wann er es wohl merkt. Gar kein Tilt. Nee. Ja, sorry dafür. So, dann haben wir eine neue 1, eine neue 2. Und dann würde ich sagen, wir werden hier auf jeden Fall mal den Kollegen nerven. Bevor den sein Turm fertig ist, werde ich da auf jeden Fall nochmal ordentlich reinklotzen. Nein, schon, um den ein bisschen zu zeigen, wo der Hammer ist. Zack. Gut aus. Das sieht nicht gut aus, bin treu. Ah, ich hätte da, wenn ich da richtig verschiebe. Seriously. Der greift mich genau in dem Moment an. Was ist das für eine Nervensäge hier? Weil sind alle seine Truppen hier komplett dumm positioniert? Ah, komm. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Nämlich das Gebiet hier einzunehmen. Ja gut, damit müssen wir einen Bergarbeiter jetzt hier wieder zurückschicken. Oder ich schicke einen aus der Base dahin. Ich schicke einen aus der Base dahin. Oh, scheiße, da oben wird auch angegriffen, oder was? Und hier wird auch angegriffen, aber das ist okay. Ah, ich glaube, ich werde die zwei Axtwerfer da hochschicken. Wobei, nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich schicke meinen Kriegshäuptling da hoch. Mann. Ja, der soll sich zurückziehen hier. Der soll dahin gehen. Was haben wir jetzt hier? Den nächsten Versuch von ihm. Das irgendwie noch abzuwenden, dass er da stirbt. Ja. Gerade ein bisschen Action. Aber mein Kriegshäuptling wird jetzt den sein Kriegshäuptling ordentlich vernaschen. Und ja, ich sollte die Leute hier auf jeden Fall irgendwie in die Schlacht führen. So, haben wir Leute ohne Arbeiter? Nee. Ja. Ich kann auf jeden Fall nochmal ein Fest mal raushauen, einfach weil wir es gerade können. Hier muss halt auf jeden Fall wieder ein Turm gebaut werden. Zack. So. Achso, ich hätte einfach das Ding übernehmen sollen, statt gerade ein Fest mal rauszudrehen, ich Idiot. Na gut, na gut. Schildknappe muss deswegen kurz dahin. Die sind fertig mit ihrem Abbau. Sagen, da wird einfach mal weitergekloppt. So, Leute ohne Arbeit müsste ich doch jetzt eigentlich haben, oder? Jetzt ist soweit, okay. Reißen wir das Ding ab. Machen die zu normalen Leuten. Oh, habe ich da jetzt einen verloren? Ich habe da jetzt einen verloren. Fucking hell. Aua. Muss jetzt kurz warten. Ja, es war natürlich dumm, das Ding einzunehmen, bevor ich Ressourcen hatte. Hey, die sollten den Fall eigentlich gewinnen, aber mit meinem Kriegshäuptling natürlich nochmal sowieso. Ja. Er verliert seinen Kriegshäuptling hier. Das ist natürlich super bad für ihn. Aber, apropos bad, ich verliere auch die ganze Zeit, Leute. So. Achso, nee. Die soll dahin gehen. Der geht dahin. Der geht dahin. Echt viele Leute verloren. Kriegen zwar nicht Erfahrung oder so, also es ist nicht irgendwie besser, wenn die länger stehen, aber du sparst dir halt einfach das scheiß Geld. Und Geld ist gerade generell so ein Problem. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Handelsposten, wobei ich kann auch einfach mal... Oh, ich habe schon die aufgewerteten Händler. Tja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal einen Handelsposten. Wo bauen wir den hin? Wahrscheinlich da hin. Da müssen wir wieder hier gucken, was die Sache ist. Alter. Komplett zerböllert werden die da unten die ganze Zeit. Danach gehört mir das hier. Ist jetzt kein krasses Gebiet, aber ist halt auf jeden Fall nochmal ein weiteres. Und jedes Gebiet kann jetzt hier langsam auch schon was Richtung Entscheidung gehen. Legendäre Helden bedeutet mein Anfänger da. Mein Kriegshäuptling kriegt nochmal mehr. Was kommt hier nochmal? Ein Schneesturm. Brauche ich wahrscheinlich nochmal ein paar Ressourcen.
Vielleicht sollte ich sogar. Ja, ich habe zwei. Ah, ich dachte, einer meiner Axtwerfer wäre gestorben, aber war es gar nicht. Hab ich eigentlich den falschen gebaut. Ist nicht so wild. So, der baut mir hier nochmal einen Verteidigungsturm. Der müsste da ja gleich fertig sein. Dann geht der da rein. Da kommt der dazu. Achso, und ich kann wieder handeln wahrscheinlich. Gehen wir mal mit denen. Ich habe halt auch 770 Jahre, aber 800 ist halt schon relativ heavy. So Leute, das war eine etwas längere Folge. Die nächste kommt am Freitag. Also schaltet doch da wieder ein.